wieder geöffnet. Richtig, Abenteuer und Spaß für die ganze Familie. Infos und Termine jetzt auf freizeitpark-plon.de. Die Stellenanzeige im Radio. Der Job der Woche. Entspannung ist mehr als unser Job. Das Schwebebad Dresden sucht für Voll- oder Teilzeit einen Masseur bzw. Massagepraktiker. Sie arbeiten im Dresdner Zentrum in schönem Ambiente mit flexiblen Arbeitszeiten, guter Bezahlung und weiteren Benefits. Zudem stehen Ihnen unsere Schwebebad-Wellness-Angebote kostenlos zur Verfügung. Neugierig geworden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie kennenzulernen. Ihr Schwebebad-Team. Der Job der Woche. Alle Infos dazu auf hitradio-rtl.de. So gehört, jetzt ganz neu im Freizeitpark Klon, Klonis Pilzflieger und der verzauberte Pilz. Bonprix.de. Wow, tolles Sommerkleid und auch noch nachhaltig. Oder lieber der luftige Jumpsuit? Und der Rock, der lässt sich super kombinieren. Ja, gekauft. Du machst die Regeln, wir machen Mode. Entdecke viel für den Sommerlook für 14,99 auf Bonprix.de oder in der Bonprix-App. Bonprix, it's me. Es ist 14 Uhr. Hitradio RTL aktuell. Jetzt Nachrichten aus Sachsen, Deutschland und der Welt. Erklärte, dass sich die ukrainischen Soldaten so besser gegen russische Raketenangriffe verteidigen können. Russlands Präsident Wladimir Putin drohte unterdessen dem Westen damit, dass man weitere Objekte in der Ukraine angreifen will, sollten Langstreckenraketen geliefert werden. Im Falle des versuchten Tötungsdeliktes in Annaberg-Buchholz hat das Amtsgericht Chemnitz am Wochenende Haftbefehl erlassen. Der deutsche Staatsangehörige Der 32-jährige Tatverdächtige wird beschuldigt, einem 15-Jährigen am Freitagabend schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Der Jugendliche war im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Wohngebiet Adam Ries schwer verletzt aufgefunden worden. Die Ermittlungen in der Sache laufen weiter. Tragischer Badeunfall. Du hast das Ziel erreicht. Gestern in einem See ertrunken, wie die Polizei mitteilte. Er sei am Sonntag gemeinsam mit zwei anderen Männern vom Strand in Richtung einer 70 Meter entfernten Plattform geschwommen, hieß es. Dabei hätten ihn aus noch ungeklärter Ursache die Kräfte verlassen. Der Mann ging unter und tauchte nicht mehr auf. Taucher zogen den Vermissten schließlich leblos aus dem See. In Wickau wird seit heute die deutsche Segelflugmeisterschaft ausgetragen. Rund 100 Pilotinnen und Piloten sind am